Herzlich willkommen zurück beim Merulin Kompetenztag. Ich hoffe, Sie haben die Pause gut nutzen können, sich gestärkt mit fester oder flüssiger Nahrung oder beides, je nachdem, wie Sie es gerne mögen. Wir haben es ebenso genutzt und kommen jetzt zum zweiten Teil. Zwei schöne Vorträge haben wir noch für Sie vorbereitet. Spannende Vorträge, denn hierbei geht es um Kunststoff. Bereits vor Greta Thunberg haben sich viele Hersteller Gedanken gemacht, wie es mit dem Kunststoff weitergeht. Zunächst starten wir mit der Firma Desch Plantback. Hier haben wir Twan van Os hier bei uns in Waalbeck. Wir stehen sehr weit auseinander und ich bin froh, dass er da ist. Twan van Os ist Verkaufsleiter bei Desch für Deutschland und Österreich. Und viele von Ihnen kennen ihn natürlich auch. Er ist schon viele Jahre bei Desch und wird uns heute diesen Vortrag präsentieren. Viel Vergnügen. Danke für die Introduktion, Norbert. Mein Name ist Twan van Os. Ich komme aus Holland, kann man auch sehen, weil die Friseure sind noch nicht geöffnet. Und ich habe was vorbereitet, um zu erzählen über Kunststoffe in unserer Welt. Kunststoffe in Pflanzverpackungen beim LEAs und Kunststoffe im Gartenbau spezifisch. Ich fange gleich an. Kunststoffe in unserer Welt. Wie gesagt, wir können nicht mehr ohne Kunststoffe. Wenn wir aufwachen, jeden Morgen sind wir ein Wecker, die Brille, die Kleidung an, Kaffeemaschine, Duschgel. Wir fahren im Auto, da viel Kunststoffe, wo viel Kunststoffe verwertet werden. Unsere Computer, wir können wirklich nicht mehr ohne und wir sind das gewöhnt geworden in den letzten 50 Jahren. Über die ganze Welt, wenn man sieht, was da produziert wird von Kunststoffen, kann man eigentlich eins auf eins vergleichen. Jedes Jahr, die 7 Milliarden Leute, die wohnen auf dieser Welt, die wiegen ungefähr 316 Millionen Tonnen. Das ist genau oder fast genau die Kapazität, was jedes Jahr produziert wird von allen Kunststoffherstellern über die ganze Welt. Also das Gewicht verdoppelt sich jedes Jahr. Und das sind Kunststoffe, also das geht nicht so einfach mehr weg. Und da kam natürlich die Umweltdiskussion. Und das ist auch völlig verständlich. Das Imago von Kunststoffen wurde ganz schnell viel negativer. Aber wie kommt das dann vor, dass das wie unser Plastik in die Umwelt landet? Da hat man verschiedene Sachen. Waschen von Shampoos, Verwehungen, Regenergebnisse. Es gibt auch noch landseitige Eintrag und einfach Konsumenten die Sachen wegschmeißen. Der Feind ist aber nicht Plastik, sondern Plastikmüll. Oder jede Art von Müll, die wir da haben. Wenn wir alles wegschmeißen, wird es viel einfacher, um zu recycleren. Und nicht so einfach weggehen. Aber es gibt natürlich auch noch eine Grenze. Wie weit wollen wir gehen, um unsere Umwelt zu helfen? CO2 sollte reduziert werden. Aber wollen wir aufhören zu bauen? Oder kein Formel 1 Race mehr halten? Oder unsere Bauern bestrafen für Tierhaltung? Das wollen wir ja nicht. Kleines Beispiel. Deutschland verursacht, nur Deutschland, 80 Millionen Kilo Reifenverschleiß jedes Jahr. Und das können wir halbieren, aber dann dürfen wir nur noch 100 Stundenkilometer fahren. Wer will das dann? 100 max. Naja, eigentlich niemand, kann man sagen. Kunststoff hat auch positive und viele positive Sachen. Und das spürt man nicht im politischen Debatt. Das ist hocheffizient, meist kostengünstig, platzsparend. Das ist der Grund, dass Kunststoff entstanden ist. Und ohne Kunststoff, die Haltbarkeit von Lebensmitteln,
meer dan 50% verlängert. Ohne Kunststoffe sollten wir so viel wegschmeißen. Aber der heutige Umgang, wie wir das jetzt machen insgesamt, ist doch ein bisschen änderungsbedürftig. Was sollen wir machen? Wir sollen Kunststoffe reduzieren, reduce, recycle, wiederverwenden, neu entwerfen mit weniger Kunststoff, also redesign, reuse, wiederbenutzen, erneuern, reparieren statt wegschmeißen oder einfach ablehnen, nicht die Annahme von der Plastiktüte. Da sind wir schon unterwegs und das haben wir, da komme ich später noch auf zurück, wie wir da spezifisch im Gartenbau damit umgehen. Sie können später nach der Vorstellung Fragen stellen. Ich werde jetzt ein klein bisschen gehen in die Richtung von Verkauf von Blumen und Pflanzen nach Absatzkanal in Deutschland. Das ist eine Untersuchung von 5 Jahren her, also die Daten sind ein bisschen datiert hier und da, aber die sind von der Wageningen Universität, also das sollte noch ungefähr was sein, was ungefähr passt bei heutzutage. Die Einzelhandelskanäle in Deutschland für Beet und Balkon, wo ich dann fokussiert habe, sind Supermärkte, Baumärkte, Floristen, Gartencenters und Anders- und Direktverkauf. Aber das sind eigentlich 5 Riesenabsatzkanäle und das spürt man auch, wenn man zum Beispiel jetzt keine Floristen geöffnet sind, ist der Abverkauf von Pflanzen natürlich auch viel schlechter oder Gartencenters oder anders. Nou, das sind Einschätzungen von Marktanteilen. Wir sind die größte. Das hat man EDK vom Pflanzenverkauf, EDK Netto, Lidl Kaufland, Rewe und Penny, Aldi. Und das ist auch so, dass das natürlich verschiedene Gruppen sind. Also das ist viel schwieriger, um eindeutiges Idee zu haben, wo die, was die alles haben wollen an Kunststoffen. Bei Baumärkten hat man eine dominante Partei, Obi, komme ich später noch auf zurück. Aber es gibt auch andere natürlich noch, Bauhaus, Thon, Hornbach und beim Gartencenters ist Dene bei weitem die größte. Da werden von Kunststoffen natürlich viele Initiativen genommen. Plastikfrei, ich bin dabei, hat Obi mal gerufen. Bauhaus hat gesagt, wir wollen Fiberpaletten haben. Thon, wiederverwendbare Paletten. Rewe fordert recycelbare Produkte mit einem Zykluszertifikat. Lidl will Post-Consumer-Material und auch sollte mit Zertifikat sein. Und das ist natürlich nicht unlogisch, dass man in die Richtung geht, weil da ändern sich auch Sachen vom Gesetz. Alle Kunststoffe müssen recycelt und recycelbar werden. Und da müssen auch noch mal die Kunststoffverwendung um mehr als 20% reduziert werden. Und viel Zeit haben wir dafür nicht, weil all diese Ziele sollen bis 2025 erreicht werden. Also, was ist das, die Konstante? Ist, dass der Markt sich da ständig ändert. Verschiedene LEHs wollen auch aber die eigenen Akzente machen und die haben unterschiedliche Sachen, was die wollen, aber die haben was gemeinsam. Den Preisdifferenz bezahlen die nicht oder fast nicht. Aber die Gärtner, die sind damit die Kosten. Ich habe hier von uns selbst unser eigener interner Kostpreis. Wenn man zum Beispiel eine Ditec Plus mit Zertifikat Produkt haben will und das muss in Apfelgrün oder wo so kommen, dann ist man 50% extra. Bezahlt man dann auf normalen Listenpreis. Also die Kosten sind dann tatsächlich schon da. Ich werde jetzt was weiter erzählen über die Kunststoff in Gartenbau und wie wir da als DESH
damit umgehen wollen. Was wir wollen, was alle wollen, ist mehr Nachhaltigkeit. Dass unsere Kleinkinder auch noch genießen können von unserer Welt. Und das ist auch natürlich etwas, was im Gartenbau und sowieso im Galabau voll adoptiert worden ist. Zuerst hat das mal angefangen mit Reduzieren von Materialien. Da haben wir angefangen mit Tontöpfen, mit einem hohen Gewicht. Das war der Anfang der Industrie. Wenig Produkte auf einer Palette, hohe logistische Kosten. Da kamen die Spritzgusstöpfe. Weniger Gewicht, mehr Stapelwert, weniger Logistikkosten. Dann seit ungefähr 30 Jahren die thermoformierte Töpfe. Nochmals 50% weniger Gewicht und nochmal ein besserer Stapelwert. Aber wie das in Zukunft weitergeht, wissen wir nicht. Was wir schon wissen, ist, dass wir als Industrie Rohstoffe, Industrieabfälle kaufen. Von, sag mal, Joghurtbäckerindustrie, Verpackungsbetriebe. Und ich kann schon sagen, dass seit 25 Jahren, 30 Jahren, ist 95% von allen Rohstoffen, die bei Desch verwendet werden, sind schon recycelte Materialien. Recycelt von anderen Werken. Also, da hat man schon einen Schritt gemacht. In Nährung kann man das nicht immer, weil es ist nicht gestattet, um immer mit Recyclat zu arbeiten. Und das ist der Grund, dass die Joghurtbäckersindustrie sagt, könnt ihr unsere Abfälle nehmen, dann können wir noch was Gutes damit machen. Also dann hat man eigentlich auch schon einen Teil von einem Kreislauf da. Dann gibt es natürlich auch noch die Haushaltabfälle. Was muss, und das ist das Post-Consumer-Recyclat. Und das sieht man auch wachsen. Die Technik wird besser, wir können mehr recyclieren. Und wenn das zurückkommt, sag mal, zum Beispiel die gelbe Sack, das Material, dann können wir das alles als Hersteller wieder zurückkaufen und wieder im Markt für einen 100% stimmenden Kreislauf. Da kommen hier noch ein paar Beispiele, was ich sehen lasse, von PIR und PCR. Wir kaufen das im Großpartie zu. Das ist uns Leben auch, um da was mit zu machen. Und seit einigen Jahren haben wir da auch die Zertifikate dafür, um auch für unsere Gärtner, dass die LEHs überzeugen können, hör mal, seh mal, das ist sowieso eine nachhaltige Lösung, woran wir zusammenarbeiten. Neben die Kunststoffe gibt es auch noch Degrade Bio. Das ist ein PLA aus Pflanzen hergestellt, völlig abbaubar und industriell kompostierbar. Auch mit allerhande Zertifikaten. Das sind eigentlich richtig gute Produkte, es ist nur in Europa nicht ein deutliches Gesetz, um zu sagen, wie die das Material haben wollen. In Frankreich und Österreich willen sie dieses Material gern haben. In Deutschland nicht so gern, weil die sagen, da kommt Verwirrung mit Kunststoff. Es sieht aus wie Kunststoff, verhandelt sich wie Kunststoff. Also beim Sortieren geht das nicht 100%. Das Material PLA, auch wenn das in Deutschland nicht so 100% akzeptiert ist oder nicht bevorzugt wird, ist weltweit stark wachsend. Im Moment, wenn wir Aufträge bekommen, tun wir uns schwer, um große Mengen von diesen Rohstoffen zu bekommen. Ist aber ausentwickelt und geht auf die Gärtnereien, läuft hervorragend. Dann noch was Neues, was auch in Entwicklung ist. Fiber, Papierzellstoffprodukte für den professionellen Gartenbau. Paletten sind da auch biologisch abbaubar. Man kann da Wasser mit eingeben. Es sind jetzt zwei Typen, die da von Paletten, die schon da sind. Das ist ein
für einen 12 cm und 13 cm. Da kann man Wasser mitgeben, wie eine Wassersteige. Und das bleibt gut und wird auch vergütet bei Landgaard zum Beispiel. Auch das ist was für Zukunft. Und da wird noch gearbeitet an die Entwicklung von Töpfen auch, für zum Beispiel Kräuter. Aber das dauert noch ein paar Monate, vor dem das erste, die ersten Resultate da sind. Bei Paletten, da hat man auch die Diskussion. Ne? Man hat einmalig, mehrmalig, was müssen wir machen? Also Deutschland exportiert natürlich Gigamengen, aber wenn die das so weit exportieren, dann hat man noch Rückführung dafür zu haben. Also da hatte man Mehrweglösungen, neben alles, was es schon gäbe von Normpack. Sag mal, Palatino, Floratino, Floritrei ist introduziert worden, ist aber auch noch nicht effektiv im Markt. Also da gibt es 100 plus Lösungen. Wollen wir umwandern nach mehrmalig? Wie weit können wir damit gehen? Und es gibt natürlich auch noch ein neues Initiativ, TC von Landgaard, was dann jedenfalls recent introduziert ist. Da möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen und dann werde ich das hier machen. Wir als Lieferant glauben, dass TC, jeder Kreislauf ist eine positive Sache. Also wenn Sachen zurückgenommen werden aus dem Markt für Recyclage, dann jagen wir dazu. Das ist, was wir auch wollen mit unserer Waren. Aber TC ist in unserer Sicht, aus unserer Sicht nicht die ideale Lösung. Es gibt bessere Lösungen. TC sollte schwarz und grau sein in der Kombination. Das heißt, wenn man das macht, wenn man da eine Recyclage wieder davon macht, dann wird das Material nach unten addiert, weil schwarz kann man nicht recyceln, wiederum in grau. Aber grau, die zertifizierte Recoverpalette zum Beispiel, die auch mehrere Hersteller haben, auch als Cool Grey oder so, die kann man endlos recyceln und da bleibt das gut. 3C hat vom Qualität her, haben die alte Formen genommen und die alte Formen, es gibt bessere Produkte da im Markt, stabilere Produkte und wir bevorzugen, dass da die Normpack 300 Serie kommt. Dann hat man auch in einem Schritt gleich wieder voll Wettbewerb da, weil es gibt vier Lieferanten, die alle diese Paletten geben, verwenden und produzieren. Unsere Lösung ist jedenfalls eine Richtung von zertifizierter Palette in die Richtung Normpacks und wir werden damit völlig nachhaltig und unsere Waren produzieren. Danke nochmals für eure Aufmerksamkeit. Ja, lieber Twan, dir auch recht herzlichen Dank für diesen Vortrag. Du hast mich kalt erwischt. Er ist etwas kürzer geraten, als ich gedacht habe. Aber alles gut. Ja, du hast sehr viele Anstöße gegeben. Wie gehen wir denn mit Kunststoff in Zukunft um? Es gibt verschiedene Alternativen. Meine persönliche Meinung ist natürlich, dass Kunststoff ein wirklich guter Werkstoff ist, der auch nach wie vor sinnvoll einsetzbar ist. Dennoch sollte man bei den ganzen Alternativen, die es ja auch gibt, beachten, nicht nur welche Naturbelastung habe ich in der Produktion des Produktes, sondern insgesamt den Footprint eines Produktes zu beobachten. Muss dieses Produkt durch die ganze Welt gefahren werden? Oder habe ich eine europäische Lösung oder vielleicht eine deutsche Lösung, um wirklich einen Kreislauf zu haben, um da die Kette zu haben? Das ist doch viel nachhaltiger, als wenn ich irgendwas durch die ganze Welt fahren muss. Und daher gibt es wirklich sehr viele Alternativen und sehr viele Möglichkeiten. Aber nach wie vor, ich bin bei euch, dass Kunststoff ein guter Werkstoff ist und ihr habt auch viel in die Entwicklung
getan, in der Entwicklung getan, um das Produkt weiterzuentwickeln, zertifizieren zu lassen, um auch für den deutschen Markt, für den Gärtner eine Alternative zu bieten. Denn vergessen wird natürlich oft in der Politik, dass der Gärtner am Ende der ist, der es irgendwie lösen muss. Der Handel sagt, ja, ich hätte gerne dieses Produkt, bring mir mal die geblümte Steige mit einem wunderschönen Papiertütchen, was auch immer. Und der andere Handel sagt, ich hätte gerne dieses Produkt und der Gärtner steht damit zu gucken und muss das lösen. Ich würde persönlich gut finden, wenn man einheitliche Lösungen findet, die nicht nur zu Lasten des Gärtners gehen. Ja, Twan, vielleicht, ich schaue mal gerade, ob wir irgendwas im Chat dazu haben. Das sehe ich nicht. Dir erstmal herzlichen Dank dazu. Wie kannst du uns denn noch was sagen, bitte, wie es im Moment aussieht, speziell in diesem Frühjahr? Wir haben ja zum einen jetzt einen harten Wintereinbruch gehabt. Zum anderen ist es natürlich so, dass genau jetzt in dieser Woche der Boom angefangen ist, Gott sei Dank, mit Frühblühern. Die laufen ja überall, wo es geht, glaube ich, ganz gut. Und ich hoffe, dass sich das die nächste Zeit auch anhält, wenn die ersten Gartencenter und so weiter aufmachen können. Ist genug Verpackungsmaterial und Töpfe vorhanden oder haben wir mit Engpässen zu rechnen? Ja, ist eine gute Frage. Es ist viel vorhanden, aber nicht alles. Und das Recyclingmaterial, dabei gibt es Engpässe. Es gibt natürlich auch von unseren Lieferanten, die beschränkte Kapazität haben und die machen viel Druck, um die Preise hoch zu halten oder hoger zu bringen. Und wir haben zum Teil unsere Verpflichtungen mit unseren Kunden und unseren Gärtnern schon angegangen. Also wir versuchen da zu bremsen. Das gelingt im Großen und Ganzen, aber nicht immer. Und wir spüren auch, dass die Preise von den Rohstoffen langsam hochgehen und dass die Verfügbarkeit davon beschränkt ist. Bis jetzt, und das spreche ich bis heute, ist unsere Planung, wir fahren 24x7 Stunden, davon noch nicht betroffen. Aber das Risiko, dass das irgendwann in die nächsten Wochen passieren wird, ist tatsächlich da. Okay, danke schön. Direkt anschließend dazu eine Frage, die mich gerade noch erreicht hat. Hier geht es um die unterschiedlichen Paletten, die aktuell im Markt sind, PS-Paletten oder dann eben recycelte PCR-Paletten. Sind die mischbar und nachher dann auch komplett wiederverwertbar? Oder muss der Betrieb, der Handel, wer auch immer, diese dann trennen? Nein, die brauchen nicht getrennt zu werden. Wenn die angeboten wurden und gesammelt wurden, dann sind die von allen Herstellern, die es gibt, gut zu recyceln. Ohne Probleme. Das Problem entsteht, wenn man eine Mischung hat von PET und Polystyrol. Dann wird das schwieriger, wenn man PET in die Recyclinganlage hat. Dann funktioniert das nicht mit PS. Und das ist auch einer der Gründe, warum Landgaard damals angefangen hat mit 3C, weil die gesehen haben, wir bekommen so viele PET in unsere Ströme und dann können wir es nicht mehr recyceln. Das heißt, PET verunreinigt das PS-Material? Ist das so richtig? Ja, man kann das nicht in eine Anlage recyceln. Man muss die zuerst trennen und dann kann man die Recycling davon machen. Aber wenn ich das richtig weiß, ist das mit der Trennung zwischen PET und PS natürlich schwierig, speziell bei den industriellen Recycleanlagen, oder? Genau das, ja, ja, ja. Und wenn die Paletten in den Kreislauf kommen, dann wird das schon getrennt.
als nach Sorte. Und dann wird das angeboten an einen Recycle-Betrieb. Und die wird das dann waschen, malen und das Material können wir dann wieder zurückkaufen. Und wenn da zu viel PET bei ist, dann sagt das ist die Recyclinganlage, sagt dann, hey, wir wollen das Material nicht oder wir bieten, wir müssen da zuerst einen anderen Prozessgang geben und da kostet das Material wieder zu viel. Das ist die Grund, das ist der Grund, dass Monoströme, dass die schwer bevorzugt werden und das ist auch in die Richtung, wo Landgaard das eingesetzt hat. Stimmt das so? Ist das ja, deutlich genug? Doch, okay. Ich glaube, das ist genau richtig, Twan. Ja. Ja. Danke für die Antwort soweit. Ich weiß nicht, wie weit du die Produkte kennst, ob du noch was sagen kannst zu der Kultur in Papiertöpfen oder in Töpfen von Maisstärke oder anderen alternativen Materialien im Verhältnis zu Kunststoff. Auf der Gärtnerei im Kultivieren oder? Ja. Okay. Ja, wenn man mit Fibertöpfe arbeiten geht, dann muss man schon eine andere Kultivierung. Man muss das neu lernen, weil das, wenn Feucht dabei kommt, dann hat das andere Eigenschaften und das Material trocknet immer wieder ab. Das geht, ich kenne Gärtner, die das gemacht haben, auch hier in Deutschland, ziemlich erfolgreich, aber die sagen auch, es ist eine andere Art und Weise, wo ich arbeiten muss. Bei Biodegrade Bio, das ist das PLA-Produkt, brauche ich das nicht. Das hat gleiche, ähnliche Eigenschaften wie Kunststoff, also da brauche ich nicht zu ändern an Kultivieren, nicht zu ändern an die Maschinen, an die Absätze oder die Tische oder so. Aber wie gesagt, bei Fibertöpfe muss ich das schon, weil die Haushaltung von Wurzel und so ist etwas anders wie bei Kunststoff. Ja, du hast es richtig gesagt, Twan. Es gibt auch schon viele Versuche mit Formfasertöpfen, aber auch eben mit anderen Produkten aus Maisstärke oder ähnlichen Materialien. Ich habe vor 2 Jahren schon eine Ausarbeitung einer Gartenbaumeisterin gesehen, die damit einen Test mit mehreren Produkten verschiedenster Hersteller gefahren hat in der Kultur von Kräutern. Wirklich eine sehr nennenswerte Ausarbeitung. Ich weiß nicht genau, ob man sie vielleicht sogar im Netz finden kann, die Arbeit. Aber es ist wirklich so, jeder Betrieb muss natürlich schauen, die Kultur ist eine andere, ob ich im Kunststofftopf kultiviere oder im Papiertopf. Ja, ja, lieber Twan, herzlichen Dank nochmal für deine Ausführungen. Ich hoffe, dass ihr auch immer weiter daran arbeiten werdet, die Produkte weiterzuentwickeln, dass die Nachhaltigkeit dieser Produkte auch mit Kunststoff nicht nur negativ dargestellt werden, sondern dass man auch wirklich sagen kann, hier ist ein Kreislauf und hier werden die Produkte wiederverwendet, mehrfach. Du hast es ja auch gesagt, bereits seit vielen Jahren bestehen die Töpfe zu 95% aus Recyclingmaterial. Das war, glaube ich, bis vor 2 Jahren vielen auch Endverbrauchern gar nicht bewusst. Da musste man doch eine ganze Menge Aufklärungsarbeit leisten. Vielen Dank, lieber Twan.